Hallo Leute, grüß euch. Willkommen bei meinem neuen Videoblog. Schön, dass ihr wieder da seid. Zuerst einmal sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, weil eigentlich hatte ich vor, so jeden Monat, anderthalb Monat was auf die Beine zu stellen. Jo, aber ihr könnt es euch denken, das Wetter, sprich Flugwetter, hat mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wie ihr eingangs ja schon gesehen habt, geht es ja wieder um einen Gleitschirm. Und daher konnte ich den nicht so oft, und besser gesagt nicht so lang, fliegen, wie ich wollte. Und da hat es halt ein bisschen länger gedauert. Vorweg einmal sorry. Aber ich hoffe, es ist dann doch was geworden mit diesem Videoblog. Und der gefällt euch dann. Nun gut, ihr habt es eh schon gesehen. Es geht um den Bruce Goldsmith Punk. Ein High-End B-Schirm. Und ja, zuerst auch einmal, ja, muss ich auch einmal sagen, vielen Dank an den Bruce, dass er mir den Schirm, den Demoschirm, eigentlich war es ein ganz neuer Schirm, den man da geschickt hat. Nochmal vielen Dank dafür. Und ihr seht jetzt ja auch sogar ein T-Shirt dazu. Geil, danke an den Bruce, auch einmal unserem Team. Dass er mir den Schirm auch ein bisschen für längere Zeit zur Verfügung gestellt hat, damit ich diesen Blog auch gebührend machen konnte und auch einige Flüge und dann zum Glück zum Schluss auch einmal zwei längere Flüge mit dem Schirm machen konnte, damit ich wirklich was Aussagekräftiges über den Schirm sagen kann. Und ja, ich kann nur eins sagen, ein Schirm mit Charakter. Na, nicht, weil er so bunt ist, was mir persönlich auch gut gefällt, und den Mädels, was ich so mitbekommen habe, gefällt das auch sehr, sehr gut, der bunte Schirm. Ja, aber das Styling ist auch sehr schön, gut, ist Geschmackssache, aber mir gefällt es auch sehr gut, und der Schnitt vom Schirm, der Schirm ist optisch einmal, tut einmal ganz schön was her, würde ich sagen. Und was der Schirm so technisch, sprich flugtechnisch drauf hat, das zeige ich euch dann in den nachfolgenden Videofilmminuten. Bis dann und viel Spaß! Ich bin den Punk mit 103 Kilogramm Abfluggewicht geflogen, so hat die Größe ML für meinen Gewichtsbereich hervorragend gepasst. Man sieht es hier am Typenschild, eben von 88 bis 108 Kilogramm, darunter ist der erweiterte Gewichtsbereich angegeben. So bin ich den Punk im oberen Gewichtsbereich geflogen, was den Schirm ganz gut getan hat, aber dazu etwas später mehr. Der Schirm ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich. So wird sich wohl die passende Fläche für jeden Piloten finden lassen. Mit einer Streckung von 5,42 und 54 Zellen ist der Punk im High B-Segment angesiedelt. Der Schirm ist sehr aufwendig konstruiert. Wie hier schön zu sehen, die Shark Nose. Die Eintrittskante und die Tragfläche selber sind sehr, sehr aufwendig konstruiert. Wer sich um Details interessiert, der sollte einfach einmal auf der Homepage vom BGD vorbeisehen. Ihr habt es ja sicher hier schon gesehen, der Punk ist ein Stäbchenschirm. Aber wie hier zu sehen, sind diese zum Glück ja nicht besonders lang. So kann man den Punk auch ganz normal packen, man braucht nicht zwingend einen Schlauchpacksack. Auch die Tragegurte sind sehr aufwendig und hochwertig gestaltet. Die Tragegurte selber sind recht schmal, aber für meinen persönlichen Geschmack ist das Material der Tragegurte recht steif. Dies ist aber sicher auch ein wenig Geschmackssache. Klassentypisch ist die äußerste A-Leinenebene extra aufgehängt. Das ist natürlich ein Komfortgewinn, was das Ohrenanlegen betrifft. Die Stammleinen der verschiedenen Leinenebenen sind farblich kodiert. Das ist bei den Startvorbereitungen auch sehr hilfreich. Der Punk ist kein echter Dreiliner, wie man das anhand der Tragegurte eigentlich vermuten würde. Im mittleren Bereich der Schirmkappe hat der Punk noch eine vierte Leinenebene. Apropos Leinen. Was mir gut gefallen hat, ist die Geschmeidigkeit des Leinenmaterials. Dies war bei den Startvorbereitungen sehr angenehm.
Ein sehr schönes Detail sind die Bremsgriffhalterungen an den Tragegurten. Sie nennen sich hier Snap-Lock. Diese halten die Bremsgriffe zuverlässig an den Gurten, lassen sich aber wiederum auch sehr gut und leicht lösen. Zu erwähnen sind auch die serienmäßig montierten Bremsleinenwirbeln, die dem Verdrehen der Bremsleinen entgegenwirken. Schön ist, dass ein Schutzsäckchen für die Tragegurte mitgeliefert wird und auch ein extra breiter, sehr schön gestalteter Packgurt für den Gleitschirm ebenfalls. Die BGD-Gleitschirme allgemein haben ein sehr farbenfrohes, buntes Schirmdesign. So gibt es einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert am Himmel. Da ist der Punk keine Ausnahme. Wieder mal Rush-Hour am Startplatz, aber das macht nichts. Die Startvorbereitungen sind recht schnell und einfach erledigt. Der Vorwärtsstart mit dem Punk verläuft im Grunde ohne wesentliche Probleme und geht sehr einfach vonstatten. Ein wenig Führungsarbeit an den Tragegurten während des Startvorgangs schadet nicht, denn die Schirmkappe steigt eher langsam zum Zenit. Dafür aber wiederum neigt die Kappe nicht zum Überholen, zum Schießen oder vorzeitigen Anfahren. Was auch recht angenehm ist, der Punk trägt auch sehr schnell. Was mir am Punk gleich gefallen hat, war seine Kurvenwilligkeit, sprich Handling. Und dazu braucht man die Bremsleinen gar nicht besonders weit ziehen und der Schirm biegt schon so richtig schön um die Kurve. Man kann sagen, ja, man kauft mit dem Schirm so richtig durch die Lüfte. Das nächste, was mir sehr rasch aufgefallen ist, ist die relativ hohe Trimgeschwindigkeit des Punk. Das Thermikflugverhalten ist, man kann es schlichtweg sagen, ein Traum. Dank des, wie schon eingangs erwähnt, des sehr, sehr schönen Handlings lässt sich der Punk wirklich wunderschön in der Thermik platzieren. Er steigt dabei auch wirklich gut. Dabei ist er, meinem persönlichen Fluggefühl nach, eher ein Flachdreher. Um die Steigleistung zu optimieren, empfiehlt es sich auch, die Gewichtsverlagerung einzusetzen. Trotz der hohen Trimgeschwindigkeit des Punk empfiehlt es sich bei Gegenwindpassagen, den Beschleuniger auch zu benutzen. Somit wird die Gleitleistung gegen den Wind noch einmal erhöht. Der Beschleuniger ist leicht zu treten, also hat wenig Druck und ist dabei sehr effektiv. Was die Gleitleistung im Allgemeinen angeht, braucht sich der Punk vor seinen Mitbewerbern sicher nicht verstecken. Im Gleitflug nimmt er auch leichte Steigen gut mit und kann so eben eine Gleitstrecke recht gut optimieren. Der Punk ist ein sehr mitteilungsfreudiger Geselle. Naja, das lässt einem auch nicht im Unklaren, was die Luft so um einen herum macht. Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, weil so kann man nicht überrascht werden, wenn es mal so richtig knackig wird. Hin und wieder mal rascheln die Flügelöhrchen, also werden sie mal weicher und so wird man nicht überrascht, wenn es mal so richtig turbulent wird, dass der Schirm großflächig einklappt. Aber bitte hier nicht falsch verstehen, der Schirm ist keine neue Zappelsuse, er fliegt sehr stabil und spurtreu. Dank der sehr direkten Steuerung des Punk macht dieser genau das, was der Pilot will. Der Steuerdruck liegt klassentypisch im normalen Bereich und nimmt, umso weit man zieht, dann progressiv zu. Gesamt gesehen sind die Bremswege für einen High-B-Gleitschirm relativ lang. Das Tollpunkt ist sehr tief. In der Thermik ist der Punk wirklich zu Hause. Man sieht hier ja wunderschön, wie toll der Schirm steigt. So wird man, ja, drücken wir es einmal salopp aus, so manches Kurbelduell für sich entscheiden können.
Punk hat ein sehr schönes Konstruktionsdetail, was ich hier leider noch nicht erwähnt habe, und zwar C-Handles. Das sind eben diese Steuerschlaufen an den hinteren Tragegurten. Diese sind für einen B-Gleitschirm eher unüblich, würde ich einmal sagen. Dennoch finde ich das sehr interessant, denn so kann ein angehender Hochleistungsschirmpilot, also ein Pilot, der in die C-Klasse oder gar vielleicht später sogar in die D-Klasse wechseln möchte, die Möglichkeit, die C-Gurtsteuerung vor allem im beschleunigten Flug üben zu können und sich an diese Steuertechnik gewöhnen zu können. Der Punk ist aber auch ein richtiger Spaßschirm. Man kann diesen sehr dynamisch fliegen. Wing Overs gehen leicht von der Hand, so richtig schöne hohe. Man kann so richtig herumturnen in der Luft. Auch in die Steilspirale ist der Punk sehr leicht einzuleiten und kann hohe Sinkgeschwindigkeiten erreichen. Bezüglich Landen, da braucht man nichts Besonderes erwähnen. Ich weiß, runterkommen sie alle, aber dennoch etwas ist da doch zum Erwähnen. Aus dem normalen Trimflug heraus ist das Flairverhalten des Punk nicht besonders ausgeprägt. Hier ist mein kleines Hoppala geschehen. Ich habe mich mit meinen Schnürsenkeln der Schuhe im Beschleunigungssystem verheddert und konnte nicht mit einem Bein aus dem Beinsack raus. Ups. Das Rückwärtsstart- bzw. Starkwindstartverhalten des Punk ist vorbildlich. Dadurch, dass er nicht überholt oder schießt, ist es eine Freude, den Schirm so zu starten. Ich konnte den Punk bei 8 Flügen und ca. 7 Stunden Airtime so richtig schön genießen. Es hat mir mächtig Spaß gemacht, den Punk zu fliegen. Das sieht man vielleicht noch in den anschließenden paar Flugminuten, die mit der richtigen Musik unterlegt ist. Viel Spaß!
Ja, da ist aber ein Rückenwind bei uns. Ja, da ein bisschen. Also sowas ist mir auch noch nicht passiert. Zeig ich dir gleich was. Also ich bin in die Landung gegangen und bin noch weitergeflogen, weil es thermisch ist ein Traum. Ein Wahnsinn, hätte ich nicht gehabt. Ich hätte mir gedacht, dass es ein bisschen Unfall ist. Ist nicht. Ja, da ist mein Vario. Da hat das gut zur Geide gefallen. So, kommen wir mal zum Resümee betreffend des Bruce Goldsmiths Design Punk. Zuerst einmal stellt sich die Frage, für welche Pilotengruppe eignet sich denn dieser Schirm? Da der Punk definitiv im High-B-Segment zuzuordnen ist, erklärt sich schon, dass der Punk nicht unbedingt für Einsteigerpiloten geeignet ist. Denn dieser Flügel kann ganz schön dynamisch geflogen werden, respektive eben dynamisch werden. Da sollte der Pilot eigentlich schon wissen, was er da tut. Und was ich ja auch schon erwähnt habe, der Punk ist ein sehr mitteilsamer Schirm, besonders wenn die Luft turbulent ist, lässt einen dieser nicht im Unklaren, was die Luft um einen alles so macht. Wegen der hier jetzt genannten Eigenschaften, bitte, man braucht sich aber nicht fürchten, das möchte ich einmal schon gesagt haben, richtet sich eigentlich dieser Schirm an aufsteigende Piloten, also sprich die von High A oder Low B Gleitschirmen herkommen. Der Punk könnte aber für Piloten interessant sein, die in der B-Klasse bleiben wollen und aber so ein gewisses Extra suchen. Denn dieser Schirm bietet, so meinem Fluggefühl nach, schon sehr stark das Fluggefühl eines C-Gleitschirms. Also das finde ich einmal sehr, sehr spannend. Dennoch bietet der Punk genug Sicherheitsspielraum und Reserven, also eben halt doch die B-Klasse, um sich an höhere Klassen vielleicht gewöhnen zu können und vielleicht sogar neugierig zu werden. Bruce beschreibt das auf seiner Homepage in den Designer Notes ausgesprochen gut. Vielleicht ein Satz daraus, diese Eye Wide Open Philosophie trifft ziemlich genau. Schaut einmal dort vorbei und lest die Designer Notes, das trifft nämlich ganz genau. Um auf die Eingangsfrage wieder zurückzukommen. Tja, welche Pilotengruppe wird da am meisten angesprochen? Ich würde mal sagen, angehende Streckenflugpiloten, Piloten, die sich eben für dieses Thema sehr interessieren, oder eben auch schon versierte Streckenflugpiloten, die das Feeling der C-Klasse nicht vermissen wollen. Natürlich kann der Punk auch nur, also nur unter Anführungsstrichen bitte, auch am Hausberg geflogen werden, denn die sehr überzeugenden Thermikflugeigenschaften machen da wirklich, wirklich riesig Spaß. Ich persönlich denke, dass der Punk einem flugtechnisch dank seiner Flugeigenschaften sehr viel weiterbringen kann und dass der Pilot auch dabei viel lernen wird. Eines muss dem Piloten halt im Klaren sein, der Punk ist keine Sänfte. Mir persönlich hat der Punk in der Luft ausgesprochen gut gefallen und er hat auch so manche Überraschung parat gehabt, vor allem die Flugeigenschaften, diese grundehrliche Mitteilungsneigung des Schirms, sowas kannte ich in der B-Klasse noch nicht. Piloten, die weiterkommen wollen, also das nicht nur sprichwörtlich, sollten sich den Schirm vielleicht einmal genauer ansehen. Flugtechnisch werden sie mit dem Punk sicher viel, viel dazu gewinnen. Einen Probeflug kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, aber besser noch mehrere Probeflüge, denn man sollte den Punk auch in unterschiedlichen Flugbedingungen einmal fliegen, um das Fluggefühl wirklich erleben zu dürfen und zu können. Mit dem Punk hat Bruce einen äußerst konkurrenzfähigen Gleitschirm in der High-B-Klasse geschaffen. Naja, ich bin einmal überzeugt, dass der Punk sehr viele Anhänger finden wird und in Zukunft so mancher Punk, oder heißt dann Punker, in der Luft zu sehen sein werden.
Gratulation zu dem hervorragenden Flügel. Toll gemacht. Ja, es gewittert schon wieder. So schnell kann es gehen. Das hatten wir ja immer wieder hier an der Hohen Wand. Gewitter und falschen Wind. Naja, na gut, das war's mit dem Videoblog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und hat euch so viel Spaß gemacht, wie ich Spaß mit dem Punk hatte. Und ja, ich kann nur dabei bleiben, ein Schirm mit Charakter, ein positiver Charakter, muss man dazu sagen, vor allem mit der Thermik, ein toller Thermikschirm, wirklich super, ein Schirm, mit dem man viel, viel Spaß haben kann. Und ich denke, dass auch viele Leute und viele Piloten mit dem Schirm auch Spaß haben werden. Kann ich mir gut vorstellen. Kann nur eins sagen, Thumbs up Richtung Bruce, eine tolle Konstruktion, ein sehr gelungener Flügel, wirklich toll. Ja, und danke, dass ich ihn fliegen durfte. Ja, wie gesagt, das war's eben schon. Und würde mich sehr, sehr freuen wieder, wenn ihr in Vimeo ein Herzl da lassen würdet oder auf YouTube einen Daumen hoch oder vielleicht sogar ein paar nette Zeilen drunter schreiben würdet. Würde mich echt, echt freuen. Das muntert auf wieder und ja, fürs nächste Thema. Ah ja, nächste Thema. Wird vielleicht wieder ein Gleitschirm, diesmal ein C-Schirm und ja, auf den bin ich auch dann schon sehr gespannt. Weiß nicht, ob dazwischen noch ein anderes Thema kommt, werden wir schauen, lasst euch überraschen. Es gibt auf alle Fälle noch einige Videoblogs, Ideen habe ich jede Menge. Dankeschön fürs Vorbeischauen noch einmal, hat mich gefreut. Ich habe es zwar nicht direkt gesehen, aber sagen wir mal so, danke fürs Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus.